Quito, der ecuadorianische Vizepräsident Jorge Glas ist in einem Korruptionsfall rund um den Baukonzern Odebrecht zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Das Nationalgericht entschied am Mittwoch, der Politiker sei schuldig, Schmiergeld in Höhe von umgerechnet 12 Millionen Euro angenommen und im Gegenzug öffentliche Aufträge zum Bau von Erdölinfrastrukturprojekten an den brasilianischen Konzern Odebrecht vergeben zu haben. 4 weitere Personen, darunter Glas Onkel, wurden zur gleichen Haftstrafe verurteilt. Vor dem Gericht versammelten sich Dutzende Unterstützer des Vizepräsidenten. Er hatte mehrfach abgestritten, Geld von Odebrecht empfangen zu haben. Der Korruptionsskandal rund um die Baufirma hat Politiker in ganz Lateinamerika erfasst, Dutzende sind bereits verurteilt worden, gegen andere laufen Ermittlungen. Es geht dabei meistens um Schmiergeld oder die Annahme illegaler Wahlkampfspende. Der Baukonzern hat bereits zugegeben, in der Region und anderswo Bestechungsmittel eingesetzt zu haben, um öffentliche Aufträge zu gewinnen. Glas war zur Zeit der Ausschreibungen Strategieminister in der ersten Amtszeit des Präsidenten Rafael Correa, 2007 bis 2017. In der zweiten Amtszeit Correas übernahm Glas die Vizepräsidentschaft. Staatschef Lenin Moreno hatte sich nach Bekanntwerden der Ermittlungen gegen Glas von seinem Vizepräsidenten distanziert und ihn Anfang August von allen Regierungsaufgaben entbunden. Correa unterstützte dagegen seinen ehemaligen Minister und Vize und bezichtigte Moreno der politischen Verfolgung und des Verrats. Von AP, Deutsche Presseagentur/RND.